إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So werden wir bi'idhnillahi ta'ala ein weiteres Kapitel von diesem großartigen Buch nehmen. Und zwar, der heutige Kapitel lautet, wie der Verfasser Sheikh al-Islam rahimahullah sagte, Babu ma ja'a anna al-ghuluwa fi al-qubur al-salihin yusayyiruha awthanan tu'abadu min dunillah. Was an Beweisen kam, dass die Übertreibung in hinsichtlich der Gräber der Rechtschaffenen führt dies dazu, dass sie ja nie als Götzen neben Allah angebetet werden. Yani die Übertreibung in hinsichtlich der Gräber, dies führt dazu, dass sie als Götzen neben Allah subhanahu wa ta'ala angebetet werden. Imam Uthaymin rahimahullah sagte gleich zum Anfang in seinem Scharh, dass dieser Kapitel hat, ja nicht steht in Verbindung zu den vergangenen Kapiteln. Und zwar, dass eben wurde auch über Ghulu, über die Übertreibung gesprochen. Und dass dies jetzt, ja nicht, das Ende von dem ist, von der Übertreibung, das Ergebnis davon, dass sie zu Götzen, zu Idolen, die neben Allah subhanahu wa ta'ala angebetet werden. Und dass Imam Uthaymin rahimullah sagt, dass die Übertreiber, diejenigen, die es in hinsichtlich der Gräber übertrieben haben, dass sich diese Sache so weit kommt bei ihnen, dass sie die Gräber und die toten Menschen neben Allah subhanahu wa ta'ala anbeten. Und damit haben sie die Grenzen überschritten. Und wir haben bereits erwähnt, dass Ghulu ist Mujawazatul Had, das Überschreiten der Grenzen. Sei dies in der Lobung oder in der Vernachlässigung. Und dies ist hier gemeint, in diesem Kapitel ist gemeint, wie Imam Uthaymin rahimahullah sagt, in hinsichtlich der Lob. Sie haben ja nicht in dieser Hinsicht übertrieben. Dann sagt Imam Uthaymin rahimullah, dass im Allgemeinen die Gräber, ja nicht die Toten von den Muslimen, sie haben Rechte uns gegenüber aus zwei Blickwinkeln. Erster Blickwinkel ist, ja nicht, wir dürfen sie nicht herabwürdigen, indem wir ja nie Sachen darauf schmeißen oder Unreinheiten darauf schmeißen oder uns darauf setzen. All dies ist uns untersagt, weil dies führt zu der Herabwürdigung. Und der zweite Blickwinkel ist, von den Rechten der Gräber ist, dass wir nicht in hinsichtlich zu den Gräbern übertreiben. Dass wir sie nicht übertreiben und schlussendlich dies ja nicht zum Schirk führt. Und da, bezüglich dem Schirk, erwähnt Sheikh Salih al-Sheikh, dass diese Ghulu, die Übertreibung in den Gräber der Salihin, dass dies ein Mittel ist von den Mitteln, von den Wegen des Schirk. Und dies führt schlussendlich, kann dazu führen, dass zum großen Schirk und dass die Person aus der Religion raustritt.
Somit, Sheikh Saleh al-Sheikh, Hafizahullah, sagt, dass yani, Ghulu hat seine Stufen. Hat seine Stufen. Und im Allgemeinen, wie sollen die Eigenschaften eines Grabes sein? Sheikh Saleh al-Sheikh sagt, dass in unserer Religion es gibt keine Beweise, dass man bei den Gräbern der rechtschaffenen Menschen eine Ausnahme machen sollte. Dass da die Gräber ja nie ausgezeichnet werden. Dass sie ja nie etwas ja nie mit bestimmten Sachen ja nie umzingelt werden, darauf aufgebaut werden, beleuchtet werden. All dies ist nicht zu finden in unserer Religion. Das heißt, Sheikh Saleh al-Sheikh sagt, man macht keinen Unterschied zwischen einem Grab eines rechtschaffenen Mannes und ein Grab zwischen einem frevelen Menschen. Wir machen keine Unterschiede. Die Gräber, yani optisch von außen betrachtet, sehen identisch aus. Keinerlei Unterschiede. Das ist ja in unserer Religion. Weil sobald diese Sache an einen Unterschied gemacht wird in diese Sache, in hinsichtlich dieser Sache, dies führt dazu zur Übertreibung. Und später, wenn die Zeit vergeht, sogar besteht die Gefahr und die Angst, dass sie angebetet werden als Götzen neben Allah subhanahu wa ta'ala. Und dies, yani, wie Imam Uthaymin rahimahullah hier erwähnt, dass in Sahih Muslim wird überliefert von Ali ibn Abi Talib radiallahu an, dass Ali radiallahu an sagte zu Abi Hayyaj al-Asadi, sagte zu ihm, soll ich dir nicht yani, mit einer Sache schicken, womit mich mit derselbe Sache der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam losschickte. Und zwar, lasse kein Bild, außer du hast ihn zerstört. Und lasse kein Grab, der sich unterscheidet von den anderen Gräbern, der raussticht von den anderen Gräbern, außer du hast ihn yani, geebnet. Du hast ihn geebnet. Dass dies eben, yani der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat bereits den Ali radiallahu an mit dieser Sache yani, hingeschickt. Und Ali radiallahu an hat auch, als er Khalifa war, dasselbe getan. Und solchen Sachen, yani die Gräber zu ebnen und die Bilder und die Gemälde und die Statuen und die Denkmäler und so weiter und so fort, all diese Sachen, das steht yani, dem legitimierten Staat. Yani nicht irgendwelchen Leuten, irgendwelchen Privatleuten, Individuen. Das steht yani, dem Staat, dem Herrscher. Und jene Menschen, die vom Herrscher yani, angesetzt wurden. Und Imam Uthaymin rahimullah sagt bezüglich yani, Al-Qabr al-Musharraf, yani, weil es wurde im Hadith yani, hier von Ali radiallahu an, dieser Qabr al-Musharraf yani, erwähnt, ein Grab, yani, der yani, raussticht, der sich unterscheidet von den anderen Gräbern. Weil, wenn die Zeit vergeht und dieser Grab dasteht, mag sein, dass ein wirklicher Grab ist eines toten Mannes oder eine Illusion sogar. Wie wir bereits in den vergangenen Unterrichten bezüglich dem Hussein radiallahu an erwähnten, dass jedes Land behauptet für sich, sie haben das Grab von Hussein radiallahu an. Somit, weil, wenn dieser Grab dasteht und sich unterscheidet von den restlichen Gräbern im Friedhof, dann und schon yani, mit dem Wort, mit der Begrifflichkeit Friedhof habe ich ein bisschen Mühe, weil Friedhof, yani. Auch die Kuffar nennen es Friedhof,
als würden sie da ja nie im Frieden sein, die Kuffar. Ja nie die Gräber. Auf jeden Fall, dann würden die Menschen denken, dass dieser Grab, der sich unterscheidet von den restlichen Gräbern, er hat eine spezifische Sache. Ihm steht eine besondere Sache zu. Deswegen wurde er ausgemacht und ausgezeichnet. Und dies führt ja nicht, ist ein Weg zur Übertreibung. Und schlussendlich, dies kann führen am Schluss zum großen Schirk. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam wurde entsandt, um den Tauhid zu verwirklichen und der Schirk und die Wege vom Anfang an zu zerschneiden und zu unterbinden. Das war die Da'wa des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Sein Anfang, sein ganzes Leben dann und während dem Sterbebett. At-Tawhid, At-Tawhid, At-Tawhid. Sheikh Salih sagt auch, wie man ja die Grenzen überschreiten kann in hinsichtlich der Gräber von den rechtschaffenen Menschen, ist beispielsweise das Schreiben auf dem Grab, yani seine Name zu schreiben, seine Nachname, seine Familienangehörigen, seine Kinder, irgendwelche Dua aufzuschreiben, sein Geburtsdatum, das ist bedauerlicherweise auch in unseren Ländern sehr, sehr stark verbreitet. Fast ausnahmslos sind die Gräber ja nie mit Namen und Betitelungen und irgendwelchen Berufe, die sie ausgeübt haben, haben sie darauf geschrieben sogar. Und Bilder sogar darauf abgezeichnet von dem Toten. Das ist stark verbreitet. Und das ist die Aufgabe. Das ist die Aufgabe der Tulabul Ilm, daran zu arbeiten und die Menschen wach zu schütteln. All dies geschieht jedoch mit Wissen. An der ersten Linie Wissen anzueignen und dann mit Wissen und Weisheit den anderen übermitteln. Das heißt, das Schreiben auf dem Grab, es ist schon, Jani, von der Übertreibung der Grenzen, Überschreitung der Grenzen. Und man sieht, Jani, man sieht, Barakallahu Fikum, in Medina, in Baqiyya, yani Baqiyya ist in der Nähe von Masjid al-Nabawi. Und da werden heute auch die Muslime in Medina bestattet. Da sind Hunderte von Tausenden und Millionen Gräber. Du siehst nirgends. Und die meisten von den Sahaba, Ridwanullahi alayhim, sind da bestattet. Unter ihnen sind Uthman ibn Affan, radiallahu anhu. Und Aisha radiallahu anha und weiteren der großen Sahaba Ridwanullahi alayhim. Jedoch, bei keinem Grab steht es der Name von irgendeinem. Bei keinem einzigen Grab. Und das sind die Früchten der Da'wa Tawhid von Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Weil, wenn die Menschen irgendwelchen, yani Leute der Unwissenheit, wenn sie da auftreten für Umrah angeblich und sie wussten es Bescheid, an welchem Ort der Grab von Uthman radiallahu an sei oder von den restlichen Sahabas, Ridwanullahi alayhim, yani, dass dies yani zu den Wasail, zu den Wegen des Schirk und der Übertreibung und somit Ali Sa'ud, diese rechtschaffene Familie, sie haben diesen Sachen unterbunden, weil sie sind sich bewusst über die Gefahr des Schirk. Dann auch von den Sachen, die man die Grenzen überschreitet, im Hinsicht der Gräber, ist, dass sie
emporgehoben werden. Emporgehoben werden. Und emporheben, yani das ist über eine Handspanne. Weil eine Handspanne ist erlaubt. Ein Grab, um eine Handspanne über die Erde zu machen, ist erlaubt, legitimiert. Und wie es überliefert wurde, dass so war der Grab vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam und von den vielen Sahabas ridwanullahi alaihi. Und Sheikh ibn Baz, rahimahullah, als er bezüglich dieser Angelegenheit gefragt wurde, dass er auch diese Meinung vertrat und sagte, so ist wenigstens gekennzeichnet, dass da ein Grab ist, beziehungsweise mehrere Gräber. Ansonsten, wenn sie flach mit der Erde sind, geebnet sind mit der Erde, besteht die Gefahr, dass man sich darauf hinsetzt, dass man da Sachen schmeißt und so weiter und so fort. Was wir jetzt am Anfang erwähnten von Imam Uthaymin, rahimahullah, hinsichtlich der Rechten von den Gräbern. Eine Handspanne ist erlaubt. Jedoch, da sprechen wir jetzt nicht um irgendwelchen Millimeter. Man soll nicht kommen und sagen, ich habe 5,5 Zentimeter und dann geht er 5,7 und so. Darüber sprechen wir nicht. Was darüber ist, was über eine Handspanne ist, gehört zur Überschreitung der Grenzen bzw. Übertreibung. Dann auch darauf aufbauen, darauf etwas erbauen, errichten, gehört dazu. Und dass man da auch die Gebete verrichtet, zum Gebetsstätte es nimmt, zum Gebetsstätte es bestimmt. All dies führt zu Übertreibung. Und dass man auch da beim Grab aufopfert und Gelöbnisse macht und Schefa' ersucht. All diese Sachen sind Übertreibung und Überschreitung der Grenzen. Davor sollte man sich ins Acht nehmen. Und dann sagt Sheikh Salih al-Sheikh in Verbindung zu dieser Sache, dass diese Sache, das Schreiben auf den Gräber, das Erbauen darauf und so weiter und so fort, dass dies die Realität von vielen muslimischen Ländern entspricht. Dass so der Zustand mit den Gräbern ist. Dass dort diesen Gräbern neben Allah subhanahu wa ta'ala angebetet werden. Und sogar in manchen Ländern, die Menschen werden aufgerufen dazu, zu diesen Gräbern hinzugehen. Und dass man dort aufopfert. Und dass dort die Gelöbnisse akzeptiert werden, erzählen sie den Menschen. Und sie machen da Tawaf. All diese Sachen. Und sie verweilen dort. Sie verbringen die Zeit bei den Gräbern. All diese, sagt Sheikh Salih al-Sheikh, Hafizahullah, sind von den Arten des großen Schirk, die in vielen muslimischen Ländern, die Menschen verfallen sind. Dann zurück zum Scherh von Sheikh Uthaymin, rahimullah. Dass Salihin, weil Imam Muhammad rahimullah sagt, fi qubur Salihin, in hinsichtlich der Gräber der rechtschaffenen Menschen. Salihin, das Wort Salihin, Salih, Einzel, Salihin, Mehrzahl, umfasst sowohl die Propheten als auch die Awliya und was unter ihnen ist. Und Authanen,
يُسَيِّرُهَا أَوْثَانًا تُعَبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Und es führt dies dazu, sie als Götzen neben Allah anzubeten. Und أَوْثَانًا, einzel davon ist وَثَنٌ. Und Imam Uthaymin Rahimullah sagt, وَثَن ist alles, was aufgestellt wurde für Anbetung. Alles, was aufgestellt wurde für Anbetung. Und es wurde gesagt, yani, über Wathan, dass dies Sanemun, ein Götze ist. Jedoch bezüglich dieser Sache, yani, Sheikh Suleiman ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahumullah, in Taysir al-Aziz, yani einer von den Enkelkindern von Sheikh al-Islam Muhammad, rahimahullah, er sagte, dass es wurde gesagt, yani, al-Wathanu huwa Sanem. Und Sanem huwa al-Wathan. Yani, es wurde gesagt, dass, yani, dass Wathan ist ein Götzen. Und ein Götzen ist ein Wathan. Jedoch, hada ghayru sahihin. Dies ist, yani, das ist nicht korrekt. Weil, yani, Sheikh Suleiman rahimahullah sagte, dass yani Authan, Wathanun, yani sind Sachen, die angebetet werden, wie beispielsweise die Gräber, die Bäume, Säulen, Steine, Felsen beziehungsweise und ähnliches. Das ist ein Authan, ist bezogen auf diesen Sachen, yani, spezifische. Jedoch, Imam Uthaymin Rahimullah sagt, es wurde gesagt. Es wurde, yani, gesagt. Und bezüglich, yani, der Terjama, der Betitelung, erwähnt Sheikh Suleiman ibn Abdullah Rahimahullah, was wollte, yani, was bezweckte Sheikh al-Islam mit diesem Kapitel, beziehungsweise mit deren Betitelung. An der ersten Linie bezweckte er die Warnung vor der Übertreibung in hinsichtlich der Gräber der rechtschaffenen Menschen. Und er wollte uns vorwarnen. Und die zweite Angelegenheit, dass diese Übertreibung dann schlussendlich führt dazu, dass sie angebetet werden neben Allah subhanahu wa ta'ala. Und die dritte Angelegenheit ist, dass wenn sie angebetet werden neben Allah subhanahu wa ta'ala, so werden sie genannt Authanen. Selbst wenn diese Gräber der rechtschaffenen Menschen sind. Wie diese yani, aus dem Kapitel später von den Ahadith, die Sheikh al-Islam rahimahullah erwähnte, zu entnehmen ist. Dann, yani, die Aussage von Sheikh al-Islam rahimahullah, tu'abad min dunillah, yani, dass sie angebetet werden neben Allah subhanahu wa ta'ala, sagt Sheikh Uthaymin rahimahullah, dieser Satz umfasst sowohl, dass man yani, nur diesen Götzen anbetet alleine oder auch gleichzeitig, yani, Allah anbetet und sie. Das ist yani, das umfasst beide Bedeutungen. Und dies yani, dies führt zum großen Schirk, was der Person nicht nützt. Yani, selbst wenn er Allah subhanahu wa ta'ala anbetet und er geht hin bei den Götzen und betet sie an auch, dies vernichtet ihm seine Religion. Und er ist Mushrik. Dann erwähnt Sheikh al-Islam rahimahullah die Beweise hinsichtlich yani, zu diesem Kapitel. Und zwar, dass yani, Imam Malik rahimahullah überliefert in seinem Muwatta, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte,
Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ishtadda ghadabullahi ala qawmin ittakhadu qubura anbiya'ihim masajid. Dieser Hadith, was in Muwatta Imam Malik verzeichnet ist und überliefert ist von ihm, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam machte folgende Dua: O Allah, lasse mein Grab nicht zu einem angebetenen Götzen werden. Dann sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam weiter: Allahs Zorn ist heftig auf ein Volk, das die Gräber seiner Propheten zum Gebetsstätte genommen haben. Sheikh Uthaymin rahimahullah hinsichtlich dieser Sache sagte, dass Allahumma, yani Allahumma ist die Grundlage davon, ja Allah, ja Allah. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam bat seinem Herrn, dass sein Grab nicht zu einem Götzen wird. Diese Dua, jetzt kann man sich fragen, yani, wurde dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam diese Dua erhört oder nicht? Imam Ibn al-Qayyim rahimullah, wie Sheikh Suleiman ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahumullah sagte, dass diese Dua dem Propheten sallallahu alaihi wasallam erhört wurde. Wie es Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah sagte, weil das Grab des Gesandten sallallahu alaihi wasallam wurde umzingelt mit drei Wänden, so dass man nicht zum Grab gelangen kann. Imam Uthaymin rahimullah sagt hinsichtlich dieser Sache, yani das Grab an sich, yani man ist gehindert, zu ihm zu gelangen. Und somit, man kann es nicht, das Grab zu einem Götzen yani, zu nehmen. Jedoch, dies bedeutet es nicht, dass keine Leute gäbe, die zu dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam ihre Gebete und ihre Fürsprache ersuchen. Yani, es gibt Menschen von den Muslimen, die diese Sache es tun. Jedoch, das Grab an sich selber, sie können es nicht dahin gelangen. Und somit, yani, weil Allah subhanahu wa ta'ala erhörte dieses Bittgebet von seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie diesen hier yani, von Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah es berichtet wurde. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, er machte diese Dua aus Angst, dass es nicht zu sowas eine käme. Und erwähnte es gleichzeitig, dass Allahs Zorn sei heftig auf ein Volk, das die Gräber seiner Propheten zum Gebetsstätte genommen haben. Wieso? Weil es gab Propheten vor dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam, die ihre Gräber zum Gebetsstätte genommen wurden. Dies geschah bei den vergangenen Propheten, yani mit ihren Völkern, dass ihre Völker haben im Hinsicht der Gräber ihrer Propheten übertrieben. Und sie haben dann zum Schluss yani zum Gebetsstätte genommen. Davor warnte uns der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, dass wir nicht in der Sache reinfallen, was die vergangenen Völker reingefallen waren. Und hier in diesem Hadith erwähnt der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, yani Zorn Allahs. Und Imam Uthaymin rahimahullah sagt, dass dies eine Eigenschaft Allahs ist. Eine Eigenschaft Allahs ist,
die wir es bestätigen. Weil es wurde, yani, es wurde vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam bestätigt. Einige Menschen, die Krankheit in ihren Herzen haben und sie versuchen es, die Beweisen bzw. die Aussagen des Gesandten sallallahu alaihi wasallam zu verdrehen und zu verzehren. Sie sagen es mit der Ghadab, so an Allahs ist hier gemeint Rache, Vergeltung. Und damit ist gemeint eine Allahs Vergeltung auf jene Menschen, die ihm gegenüber sündigen. Jedoch, Imam Uthaymin rahimahullah sagt, dass dies ist eine Verzerrung der Aussagen des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, weil der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte nicht Intiqam, Vergeltung, Rache, Ghadab. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, er weiß Bescheid, wie er artikuliert, wie er spricht. Und er kennt wohl den Unterschied zwischen Zorn und Vergeltung. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam ist der Wissendste der Geschöpfe für sein Herrn. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam weiß ganz genau, was er spricht und kennt die Bedeutungen und kennt die Unterschiede. Und dann kommen irgendwelche Menschen, die Krankheit haben in ihren Herzen, beziehungsweise Krankheiten, und wollen es uns ja nicht, die Argumente verdrehen. Für ihre Gelüsten und Begierden. Und Sheikh Suleiman ibn Abdullah rahimahullah sagt im Zusammenhang mit diesem Hadith, sagt, dass dieser Hadith, was in Muwatta Imam Malik verzeichnet ist, ist ein Beweis, dass das Grab des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, wenn das Grab angebetet wäre, so wäre er zum Wathanen, zum Götzen geworden. Und vom Hadith, vom Text entnehmen wir es dies. Und dann sagt Sheikh Suleiman, rahimahullah, und wie ist es dann mit den Gräbern von den anderen Menschen? Und wenn dies gilt und ist verbindlich für das Grab des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, wie ist es dann für irgendwelchen Gräber? Jedoch, jene Menschen, die Krankheiten in ihren Herzen haben, wenn sie solchen Sachen und solchen Beweisen hören, ihre Brüsten sind bedrückt und beengt und kommen sie und sagen sie, ihr tut jene Menschen, die hohe Stellung genießen, herabwürdigen. Und ihr wollt ihren Gräber herabwürdigen. Und ihr schmäht sie. Und so weiter und so fort. Und Sheikh Suleiman, rahimahullah, sagt, Allahu musta'an ala ghurbati al-Islam. Ala ghurbati al-Islam. Yani, der wahre Islam, womit der Gesandte sallallahu alaihi wasallam kam und woraus seine Gefährten Ridwanullahi alaihi waren, ist fremd geworden. Das Aufrufen zum Tawhid und das Warnen und Unterbinden der Wege des Schirk, dass diese Sache nicht fremd geworden ist unter den Muslimen. Und wenn man zu dieser Sache aufruft, wird man mit solchen Sachen beschuldigt, was wir kurz davor erwähnten. Und dann
Sheikh Suleiman erwähnt noch bezüglich diesem Hadith, dass von diesem Hadith zu entnehmen ist, dass es untersagt ist, verboten ist, die Spuren der Propheten und der rechtschaffenen Menschen zu verfolgen, wie beispielsweise ihre Gräber, ihre Sitzungen, wo sie gesessen sind, dass man extra diese Sitzungen aufsucht und nachforscht und dann, dass man sich da hinsetzt. Dass diese Sache entnimmt man von diesem Hadith, dass diese Sache untersagt ist. Ja, nun jetzt, wenn die Sufia diese Sachen hören, sei es die Sufia hier auf dem Balkan oder Türkei oder Pakistan oder irgendwo Bangladesch, dann fangen sie an zu kochen und sagen sie, die Ali Saud, sie haben die Häuser der Sahaba zerstört und sie haben hoch Wolkenkratzer errichtet und so. So kommen sie. Und dann kommen die Muslime, die Mesakin, die irregeleitet sind, die keine Ahnung von ihrer Religion haben, die Mesakin, die nur mit Emotionen ihrer Religion folgen und sagen, ja, es stimmt, wir waren dort für Umrah und Hajj und haben es gesehen. Keine Spur von den Häusern des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam. Keine Spur vom Haus Abu Bakrs, radiallahu an. Keine Spur von Umar, ridwanullahi alaihim, von seinem Haus und so weiter. Und von den restlichen Sahabas. All dies zeigt die Krankheiten, die diese Menschen tragen. Weil der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, sagte zu uns, zu seiner Umma, ich hinterlasse euch zwei Sachen. Wenn ihr euch darauf festbeißt, so werdet ihr nicht in die Irre gehen. Das Buch Allahs und meine Sunna. Und nicht irgendwelchen Sufi-Spuren aufzusuchen, die dann gehen sie durch die Straßen und behaupten sie, das sei das Haar vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam oder der Schwert von den Sahaba ridwanullahi alaihim und wird irgendwo aufbewahrt. Es gibt nichts, es gibt aber gar nichts, was vom Propheten sallallahu alaihi wasallam heute vorhanden ist, von seinen Haaren, von seinen Kleidungen und von seinem Geschirr, was er gebraucht hat. Alles, was erzählt wird, ist eine Lüge. Und diese Menschen, die das erzählen, sind Lügner, die mit der Zeit haben der eigene Lüge selber geglaubt, Glauben geschenkt. Weil so ist die Lüge. Man fängt an, es zu lügen und irgendwann man ist überzeugt, dass dies die Wahrheit ist, dass dies so ist, dass so ist, entspricht die Tatsache. So ist bei diesen Menschen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren und beschützen. Weil sie spielen mit der Verstände, der Menschen. Und dann die Aussage des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Denn sie haben die Gräber ihrer Propheten zu Gebetsstätte genommen. Und das Nehmen zum Gebetsstätte, wie wir bereits erwähnten in den vergangenen Kapiteln, ist, erste Form ist, dass man darauf errichtet, erbaut. Oder die zweite Form ist, dass man gar nichts darauf erbaut, sondern einfach dieser Ort zum Gebet bestimmt. Und dass man es hingeht und da die Gebete es verrichtet. Dass diese beiden Formen sind untersagt, sind verboten. Und dann erwähnt Sheikh al-Islam Muhammad Rahimullah der zweite Beweis zu diesem Kapitel, und zwar von Ibn Jarir mit seiner Überlieferungskette an Sufyan, an Mansur, an Mujahid,
bezüglich der Aussage Allahs, afara'aytumul lata wal uzza. Was haltet ihr nun von Lat und Uzza? Das Mujahid, rahimahullah, sagte bezüglich dieser Vers, kana, bezüglich dem Lat, kana yaluthu lahum as-sawiq, famata fa'akafu ala qabrihi. Yani, er speiste sie, yani die Leute, mit Gersten, zermahlene Gersten, die dann gebraten wurden und mit Datteln vermischt wurden. So sagt Imam Uthaymin rahimahullah zu einer Erklärung, und es wurde auch anders gesagt. Hauptsache ist zu entnehmen, dass man es versteht, er speiste die Hujaj, die Pilgerer. Als er verstorben ist, fa'akafu ala qabrihi. So, yani fingen an, yani, sich an seinem Grab zu stellen, beziehungsweise bei seinem Grab zu verweilen. Sheikh Salih erwähnte bezüglich diesem Hadith, dass die Verbindung, beziehungsweise der Zweck, wieso dieser Hadith zu diesem Kapitel erwähnt wurde, ist ersichtlich. Aufgrund der Rechtschaffenheit von diesem Mann. So haben sie, nachdem er verstorben war, haben sie ihm hinsichtlich seinem Grab übertrieben. Und so haben sie sein Grab zu einem Ort bestimmt, wo sie verweilen. Akafu, yani, was bedeutet Akafu, sagte Sheikh Salih, yani, das Bleiben, das Verweilen beim Grab, indem man dieses Grab verehrt. Und noch dazu, neben der Verehrung, man hat die Überzeugung, dass da an diesem Ort ist größere Baraka und größere Belohnung und dass da nützlicher ist. Und dass man bei diesem Grab die Schäden abwenden bzw. abwehren kann, indem man da verweilt. All dies ist um die Verweilung beim Grab. Al-Ukuf, all diese Bedeutungen. Dass man die Baraka, Verehrung, Belohnung, Nutzen und Schaden abwehren. All dies bezwecken sie mit Al-Ukuf, wie Sheikh Salih, Al-Sheikh, Hafidahullah, es sagte. Und Imam Uthaymin, Rahimahullah, sagt bezüglich dieser Angelegenheit, an der ersten Linie, Ibn Jarir. Yani Ibn Jarir ist Muhammad Ibn Jarir al-Tabari. Muhammad Ibn Jarir al-Tabari, einer der großen A'imma der Tafsir. Beziehungsweise er ist die Referenz, die Grundlage aller Tafsir. Alle A'immatu Tafsir, die nach ihm gekommen sind, sie greifen zurück zu seinem Tafsir. Und Imam Uthaymin Rahimullah sagt hier, hinsichtlich in Verbindung dieser Sache, bezüglich dem Ibn Jarir al-Tabari Rahimahullah, dass Imam Uthaymin Rahimullah findet eine verwunderliche Sache, und zwar, dass er gesehen hat, dass einige Menschen, die später gekommen sind, sie warnen, wohlgehört, sie warnen vor Tafsir Ibn Jarir al-Tabari. Sie warnen die Menschen, sie halten sie ab von seinem Tafsir. Weil, wieso? Diese Tafsir beruht auf Überlieferungen von Gesandten sallallahu alaihi wasallam und von den Sahaba ridwanullahi alaihim und von den großen Tabi'in. Und dies steht im Widerspruch der Jahmiya, Mu'tazila, Asha'ira, Khawarij und.
Somit warnen sie vor seinem Tafsir und legen es den Menschen ans Herzen, Al-Kashaf. Tafsir Al-Kashaf und Zamakhshari, Al-Mu'tazili. Ihr schaut, von einer Seite, sie sind Hindernis zwischen der Umma und der wahren Gelehrten, und von der anderen Seite verabreichen sie schon bereits der Gift und sagen sie dir, mach dir keine Sorgen, wenn du dich entfernst von Ibn Jarir al-Tabari und Ibn Kathir und al-Baghawi und so weiter, hier hast du al-Kashaf von Zamakhshari, wo die Eigenschaften Allahs verneint und abgelehnt werden und andere ihre Lehren da und Giften verabreicht werden. So sind, meine Lieben, Barakallahu fikum. Und hier, die Aussage von Sheikh al-Islam Muhammad Rahmullah, lieben Jarir bisenedihi an Sufyan, in hier an Sufyan, es wurde nicht bestimmt, welcher Sufyan ist. Ist gemeint Sufyan ibn Uyayna oder Sufyan al-Thawri. Jedoch, Imam Uthaymin Rahmullah sagt, dass man dies entnehmen kann, indem man die Schüler bzw. die Schuyuch von ihnen verfolgt und dann feststellt, wer damit gemeint ist. Und was ersichtlich jetzt hier ist, dass damit ist Sufyan al-Thawri rahimahullah gemeint. Sufyan al-Thawri rahimahullah gemeint. Und dann, nachdem Imam Uthaymin Rahimahullah auch es erwähnt, dass Lad war ein Mann, der die Hujjaj gespeist hat und für sie Essen gemacht hat, dann erwähnt Imam Uthaymin Rahimahullah, nachdem sie auch im Hinsicht dieser Mann in Schirk verfallen sind, die späteren, die danach gekommen sind, sagt Imam Uthaymin Rahimullah dann, was verwunderlich ist, was auch wie fremd ist, dass hier zu sehen ist, dass sogar vor der Entsendung des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, es gab Menschen, vor der Entsendung, es gab Menschen, die Hujjaj aufgenommen haben und sind sie mit ihnen gastfreundlich umgegangen und sind sie in ihre Dienste geblieben, wie hier dieser Mann zu sehen ist. Und es wurde auch überliefert, dass Al-Abbas radiallahu an, der Onkel des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, er bediente die Hujjaj mit Zamzam. Er sah diese Sache als eine große Sache, die Hujjaj mit Zamzam zu bedienen. Und sogar manchmal tat er was in Zamzam, vermischte er Zamzam mit etwas Süßes. All dies aus seiner Gütigkeit. Und dann sagt Imam Uthaymin Rahimullah, und zu unserer Zeit, Imam Uthaymin Rahimullah spricht jetzt zu unserer Zeit, sind die Menschen umgekehrt geworden. Und zwar, sie nutzen die Hujjaj voll aus und sie beuten sie aus und sie ziehen sie über den Tisch und sie tun dies bis Maximum. Bis an der Grenzen. Dass da Menschen, die Muslime sind, sie missbrauchen die Hujjaj. Und das sollte eigentlich, und Imam Uthaymin Rahman, suchen wir Zuflucht bei Allah davor. Weil die sollte umgekehrt sein. Und meistens diese Sache geschieht,
von Leuten, die außerhalb der Königreich eingereist sind und sich sesshaft gemacht haben in Saudi-Arabien. Jetzt kann man kommen und sagen, ja, ihr wollt nur die Saudis verteidigen und in Schutz nehmen und so weiter und so fort. Ja, miskin. Yani, diese Menschen, die mit Tawhid aufgewachsen sind und erzogen wurden. Yani, eine von unseren Lehrern, er erzählte uns an der Mahat, als wir die Sprache erlernten. Er erzählt uns, dass vor 30, 40 Jahren, wenn jemand in Saudi Zigaretten geraucht hat, er musste sich yani, verstecken vor seiner ganzen Familie. Und wenn er gesehen wurde, er wurde von der ganzen Familie getadelt. Und dann, als yani, sich angefangen hat, sich zu vermischen, dass irgendwelchen yani, Pakistaner, Inder, Bengalis und Ägypter und anderen Leute reingekommen sind ins Land und sie haben ihre Bräuche und ihre Traditionen, weil bei ihnen war es gewöhnlich zu rauchen und Vermischung Mann und Frau zusammen essen und trinken und sagen, sie ist wie meine Schwester und wie mein Bruder und so. Sie haben diese Grenzen missachtet und überschritten. Und dann haben sie auch Kinder gehabt, natürlich. Und diese Kinder haben sie mit ihren kaputten Bräuchen erzogen. Und dann haben diese Kinder schlussendlich saudische Pässe genommen und getragen. Und das hat, yani, das hat zum Umwandlung im negativen Sinne geführt. Barakallahu fikum. Einmal, es sind mehrere Sachen vorgefallen. Allahu musta'an. Einmal, nach Isha, waren wir mit dem Bruder Abdurrahman in Masjid Nabawi. Und nach Isha wollten wir was essen gehen. Als wir beim Babu Salam, beim Tor As-Salam, da wo man rausgehen kann aus dem Hof von Masjid Nabawi und die Taxis sind, als wir hingegangen sind und der erste Taxi da gewartet hat, wir wollten mit ihm abmachen, wie viel er verlangt, bis am Zielort. Er sagte zu uns, nein, er kann jetzt nicht fahren, weil er wartet auf einen Studenten, der mit ihm vor Maghrib in die Prophetenmoschee gefahren ist, von der Uni los in die Prophetenmoschee. Und anstatt, dass er ihm zwei Rial gibt, hat er ihm 51 Rial gegeben. Weil ein Rial und 50 waren grün. Und so hat er den Student verwechselt. Und der Mann, als er bemerkt hat, er wartet jetzt auf den Student, dass er bemerkt, dass ihm im Portemonnaie was fehlt und er kommt zurück und sucht sich das Geld. So sind die Leute des Tauhides, meine Lieben. So sind die Leute des Tauhides. Und nirgendwo haben wir irgendwelchen Shops gesehen, wie die Tekfiris und Khawaris und Sufis es verbreiten. Nirgendwo haben wir gesehen, solchen niederträchtigen Sachen. Und wir haben in diesem Land Jahren verbracht. Und eine andere Sache, die mal vorgefallen ist, jemand ist in Yambo, ist jemandem, ein Student ist jemandem, einem Saudi, der Student mit seiner alten Karette, mit seinem alten Auto ist einem Saudi reingefahren. Und der Student hatte nicht mal Führerausweis. Er war am Lernen, ist ihm reingefahren. Nachdem es geschehen ist und der Saudi hat es bemerkt, gesehen und so, hat er ihn gelassen, hat ihm gesagt, ist kein Problem, kannst du gehen. Ich tue selber die Reparaturkosten übernehmen. Schon das ist großartig, meine Lieben. Und dann, es vergeht nicht mal halbe Stunde, kommt der Saudi zurück und bringt den Studenten Reis und Pulle. Yani, er bringt ihnen das Mittagessen noch. Und davor, vor halber Stunde, haben sie ihm das Auto yani, beschädigt. Das sind die Leute vom Lande des Tauhides. Und weiteren Sachen. Jedoch jene Menschen, die Groll haben,
die ihre Groll sie verblendet hat, sie sehen nicht. Weil an der ersten Linie ihre Herzen sind verblendet und dann ihre Augen. Deswegen diese Aussage von Sheikh Uthaymin Rahman sollte nicht im falschen Sinne verstanden werden. Dann wurde auch überliefert von Abu al-Jawza an Ibn Abbas im Hinsicht der Vers, was zuvor erwähnt wurde, was Mujahid sagte bezüglich dem Lad, auch Abdullah ibn Abbas, sein Sheikh, sein Meister, weil Mujahid lernte bei Abbas radiallahu anhuma, Abbas radiallahu anhuma sagte, كان يلفت السويق للحجاج, eben dass er die Hujaj mit dieser bestimmten Nahrung gespeist hat, ihnen Essen zubereitet hat. Und dann erwähnte Sheikh al-Islam rahimahullah der letzte Beweis zu diesem Kapitel, und zwar an Ibn Abbas radiallahu anhuma قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه أهل السنن. Hier überliefert Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, dass der Gesandter sallallahu alaihi wasallam verfluchte, der Gesandter Allahs verfluchte die Frauen, die Besucherinnen, welche die Gräber besuchen, sowie jene, die Gebetsstätten über die Gräber erbauen und Lampen bzw. Beleuchtungen an sie anbringen. Bezüglich diesem Hadith sagt Imam Uthaymin rahimullah, La'na, ey al-La'nu, ist Ausschluss. Das Ausschließen und Entfernen von der Barmherzigkeit Allahs. Und damit ist gemeint, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, er machte Dua. Er machte hier Dua gegen diesen zwei Sorten von Menschen. Die Besucherinnen der Gräber und auch jene, die Gebetsstätten über die Gräber erbauen und darauf Beleuchtungen, Lampen anbringen. Dann sagt Imam Uthaymin rahimullah, dass Ziyara, das Besuchen der Gräber, ist gemeint, das Rausgehen zu den Gräbern. Und das ist einigen Arten, unterteilt sich in einigen Arten. Erste Art, was Sunna ist, was in der Sunna des Gesandten sallallahu alaihi wasallam bestätigt ist. Zweite Art ist, was Erneuerung ist. Und die dritte Art ist, was Schirk ist. Das ist diese drei Arten von Rausgehen zu den Gräbern. Und bezüglich jene, die zu Gebetsstätte erbauen, haben wir bereits erwähnt, auch kurz davor, dass dies entweder, dass da dieser Ort bestimmt wird, zum das Gebet verrichten, oder man erbaut wirklich Moscheen darauf. Und die Lampen, beziehungsweise Beleuchtungen, Sheikh Salih al-Sheikh sagt, dass dies auch in den früheren Zeiten wurde so gemacht, dass man da irgendwelchen Beleuchtungen anbringt bei den Gräbern, um es dies vom Weitem zu beobachten. Und heute, zu unserer Zeit, mit den ganzen Lichtern, sie tun sogar diese ganze Ortschaft beleuchten, dass den Menschen von Weitem sie aufruft, kommt hier hin, hier ist dieser Grab. Und dies geschieht in muslimischen Ländern.
Wir reden nicht hier über die Kuffar-Länder, in muslimischen Ländern. Und dies zeigt, dass das Wissen über den Tawhid ist verschwunden. Und die Muslime werden beschäftigt mit irgendwelchen Märchen. Und dann sagt Imam Uthaymin, dass dieser Hadith ist ein Beweis, dass es verboten ist, für die Frauen die Gräber zu besuchen. Und sogar, dass eine große Sünde ist, weil es begleitet mit La'an, mit Verfluchung, ist eine große Sünde. Nicht nur, dass es verboten ist, sondern eine große Sünde. Und yani, man kann sich fragen jetzt und Gedanken machen, so, yani, weshalb, worin besteht die Weisheit? Imam Uthaymin Rahimullah sagt, dies ist, weil yani, in den meisten Fällen gewöhnlicherweise yani, die Frauen sind yani, weich und zärtlich und mit Emotionen begleitet. Und dies führt, yani, und sie haben yani, ihre Geduld, ist auch yani, schwach, dass diesen Sachen, all diese Sachen, die ganze Mischung von diesen Sachen, besteht die Gefahr, yani, dass dann diesen Gräber angebetet werden. Deswegen wurde erwähnt, diese Sache, dass es untersagt ist für die Frauen, mit jenen Menschen, die yani, Gebetsstätten darauf erbauen, zusammen. Im selben Hadith. Und wenn jemand sich yani, jetzt wie benachteiligt fühlt von unseren Schwestern, dann sollte man nur schauen ein bisschen, wer geht am meisten bei den Magier, wer geht am meisten bei den Täuscher, yani, wie man yani, in der deutschen Sprache sagt, Wahrsager, was er ein Täuscher ist, kein Wahrsager. Wer geht am meisten hin? Und man sieht auch bei den Gräbern irgendwelchen Sachen zu suchen und von den Erden und so weiter. Vor allem, was wir auch yani, bei unseren Ländern hier gesehen haben, sind meistens oft yani, Frauen, die hingehen. Dann sagt Imam Uthaymin Rahimullah bezüglich yani, dieser Angelegenheit, die Angelegenheit, das Besuchen der Frauen der Gräber. Yani, dass man die Gräber besucht von der Seite der Frauen. Wie steht yani, der islamische Urteil? Imam Uthaymin Rahimullah sagte, dass die Gelehrten haben bezüglich dieser Sache, dieser Angelegenheit, vier Aussagen, vier Meinungen. Die erste Meinung ist, dass diese Sache verboten ist für die Frauen. Entnommen aus diesem Hadith. Und dass dies zu den großen Sünden gehört. Das ist die erste Meinung. Die zweite Meinung ist, es sei verpönt. Es sei verpönt, aber nicht verboten. Und dies ist ja nie bekannt von Madhab Imam Ahmed Rahimahullah. Die dritte Meinung ist, dass es erlaubt sei, für die Frauen die Gräber zu besuchen, aufgrund von dem Hadith, was überliefert wurde, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam ging an einer Frau vorbei, die bei einem Grab am Weinen war. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihr, fürchte Allah und yani, gedulde dich. Von diesem Hadith, yani, sagt Imam Uthaymin Rahimullah, entnimmt man beziehungsweise, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, als er diese Frau bei diesem Grab gesehen hat, er sagte zu ihr bloß, yani, fürchte Allah und gedulde dich, weil es war ihr Sohn, der verstorben war. Jedoch,
der Gesandte sallallahu alaihi wasallam untersagte es ihr nicht, das Besuchen der Grab von ihrem Sohn. Und daraus entnimmt man eben, dass es erlaubt sei. Und die vierte Meinung ist, jedoch bezüglich dieser Meinung sagt Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimullah, dass keiner diese Meinung von den A'imma vertritt. Und zwar, es sei sogar erwünschenswert, ein Yustahab, erwünschenswert für die Frauen, die Gräber zu besuchen, wie es für die Männer auch, um sich an den Akhira zu erinnern. Jedoch, das ist diese Meinung, wie gesagt, keiner hatte, dass man sagt, sogar Mustahab, keiner hat von den A'imma diese Meinung vertritt, wie dieser Sheikhul Islam rahimahullah sagte. Jedoch, nachdem Imam Uthaymin rahimahullah diese vier Meinungen auflistete, sagte zum Schluss, dass die stärkere Meinung ist die erste. Und zwar, dass es verboten ist, für die Frauen von dieser Umma die Gräber zu besuchen. Dass es verboten ist. Und wie auch dem sei, wenn man diese Khilaf da vorhanden ist, und diese Khilaf ist schon zur Zeit der Salaf, dann jedoch, wenn man in einem Land reinkommt, wo der Herrscher, der Staatsführer, es verbietet, die Gräber zu besuchen für die Frauen, so muss man ihm gehorchen. Muss man ihm gehorchen. Weil das ist von den Rechten der Herrscher gegenüber seine Untertanen. Und dann zum Schluss, wie gewöhnlich erwähnt Sheikhul Islam Muhammad rahimahullah die Masail, die Angelegenheiten, und zwar die erste Angelegenheit, die Erläuterung von Authan, die zweite Angelegenheit, die Erläuterung der Ibadah, die dritte Angelegenheit, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam suchte nicht Zuflucht, außer von einer Sache, die er Angst hatte, dass es eintrifft. Die vierte Angelegenheit ist, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam diese Sache, seine Dua, dass ein Grab nicht zum Wathan, die angebetet wird, genommen wird, erwähnte gleichzeitig mit jene, dass die früheren Völker haben die Gräber ihrer Propheten zum Gebetsstätte genommen. Die fünfte Angelegenheit, Allahs Zorn. Allahs Zorn, über diesen Menschen, die sowas getan haben. Und die sechste Angelegenheit ist, dass man es kennt, die Bedeutung, wie es begann, die Anbetung zum Lat. Was hat dazu geführt, dass Lat neben Allah subhanahu wa ta'ala angebetet wurde und dass die Menschen da im Schirk reingefallen sind. Wie dazu gekommen ist. Die siebte Angelegenheit ist, zu wissen, dass dies war der Grab eines rechtschaffenen Mannes. Die achte Angelegenheit, der Name von diesem Mann. Und die neunte Angelegenheit ist, der Fluch auf die Besucherinnen der Gräber. Und die zehnte Angelegenheit ist, der Fluch über jene Menschen, die Gräber beleuchten. Und somit haben wir dieses Kapitel beendet. Und nächste Woche machen wir mit einem weiteren Kapitel weiter. Hada wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira.